Der Beitrag über den Aufstieg der Veilchen wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Erla und dem neuen Renault Talisman. Neuer Name, neues Glück. Von SZB-Senator, Ihrem Partner für gute Lage, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Von der Firma Abbruch und Erdbau Uwe Röckert aus Bad Schlema, den sympathischen Tiefbauern aus Sachsen. Und von der Bäckerei und Konditorei Schellenberger aus Aue, weil Handwerk schmeckt. Samstag, 14. Mai 2016, kurz nach 3:30. Tausende Fans des FC Erzgebirge Aue fluten das Spielfeld im Lößnitztal. Die Bilder gleichen sich mit denen von 2003 und 2010, doch das tut der Sensation keinen Abbruch. Nur ein Jahr nach dem Abstieg sind die Veilchen zurück in Liga 2, eine Region im kollektiven Freudentaumel. Zuvor hatte sich das erst 2015 neu zusammengebaute Veilchen-Team überaus sensationell aus der dritten Liga verabschiedet. Mit gerade einmal 4 Gegentoren in 19 Heimspielen ohne Niederlage und mehr als nur einem Rekord. Ja, heute ist einfach ein überragender Tag und schon vor einer Woche, als wir den Aufstieg in Köln gefeiert haben, ist so ein bisschen alles abgefallen. Seit letzter Woche ist es ein Wechselbad der Gefühle so ein bisschen. Also ich kann noch gar nicht richtig realisieren, dass wir das so schnell geschafft haben, zurück in die zweite Liga zurückzukehren. Ich bin eigentlich keiner, der sprachlos ist. Ich finde immer Worte, aber im Moment bin ich sprachlos. Weil das einfach so geschehen ist, wie es keiner erwarten konnte. Und man muss den Hut ziehen vor der Arbeit, die im Verein geleistet wurde. Eigentlich hatte die große Party schon eine Woche zuvor, nach dem letzten Auswärtsspiel, begonnen. Nur, dass die Auerhelden dieses Mal erst nach Mitternacht in Aue eintrafen. Natürlich erneut erwartet von tausenden Fans. Die letzten Meter durchs Spalier brauchte der Mannschaftsbus gefühlt genauso lang wie zuvor von Köln ins Erzgebirge. Glück auf, Glück auf! Wir seid am Tor! Und ein Zeit ist nicht freier! Wir haben 2 Aufstiege schon miterlebt, das ist der dritte. Aber das war das Größte für uns. Jeder Aufstieg hat seine Qualität gehabt und seine Besonderheit. Deshalb sollte man die anderen Aufstiege dann auch nicht mindern. Aber dieser Aufstieg hat was Besonderes gehabt. Er hat eine neue Mannschaft gehabt, einen neuen Trainer. Voriges Jahr um die Zeit stand ich in Heidenheim. Da war Land unter, wirklich Land unter. Für mich den Hauptanteil trägt ein Steffen Ziffert, Pavel Dotschev. Steffen hat den Pavel geholt, gab es Widerstände, hat sich durchgesetzt. Also ich denke schon, es ist nicht hoch genug einzuordnen, dass wir einen Sportdirektor haben, der zu uns passt, der sportlich ein absoluter Fachmann ist und mit dem Herzen hier am Verein hängt. Freuen tun wir uns erst einmal auf die Mannschaft, dann, wenn der Truck losfährt, ne, da stehen wir irgendwo mit und dann gehen wir halt mit runter zum Rathaus und dann jubeln wir nochmal richtig. Ich komme ja eigentlich aus Nordhorn und ich bin extra 600 Kilometer hier hingefahren, um das Spiel anzugucken. In der Stadt ging die Party am Samstag natürlich weiter. Gegen 5:30 starteten 3 Trucks an der Stätte des neuerlichen Erfolges, dem Erzgebirgsstadion, das letzte Saison endlich wieder zu einer uneinnehmbaren Festung geworden ist. Während die Fans das dritte Wunder von Aue feierten, basteln die Macher bereits an der neuen Saison.
Dass der Captain im Pokal und gegen Münster nur auf der Bank saß, war allerdings sein eigener Wunsch. Und ich möchte auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an unseren Torwarttrainer Max Owanski loswerden, denn mit ihm arbeite ich besonders intensiv zusammen, auch mit den beiden Kollegen, mit Mario Seidel und Robert Jendrusch, die mich immer unterstützt haben, in der kompletten Saison immer Gas gegeben haben und ja, auch mal meine Launen ertragen haben. Und als Dank dafür habe ich auch mit dem Trainer nochmal ein Wort geredet, ob die beiden nicht nochmal zum Schluss ein Spiel machen dürfen. Habe ich zum Glück durchbekommen und der Robert und der Mario beide zu Null gespielt. Phänomenalen Job gemacht. Martin Mennel wird sicherlich auch kommende Saison wieder die Nummer 1 im Kasten sein. Im Falle anderer Personalien hoffen die Fans auf ein gutes Ende. Beziehungsweise muss Präsident Helge Leonhardt wohl erst noch einiges Verhandlungsgeschick an den Tag legen. Also der TIF ist, keine Ahnung, das ist einfach nur ein geiler Mensch und ein grandioser Fußballer. Ich denke, er wird sich das genau überlegen und hier bleiben. Ja, und bei Pascal Köpke entscheidet der KSC, ob er hier bleibt. Am Ende ist es natürlich so, er fühlt sich sehr wohl hier, hat, ich glaube, jetzt die 10 Tore voll gemacht mit den beiden Buden heute. Innerhalb eines halben Jahres, 17 Spiele waren es, glaube ich, ist eine phänomenale Quote. Am Ende müssen die Vereine das unter sich ausmachen. Ich würde mir wünschen, dass er hier bleibt, weil er hat eine super Rolle gespielt in unserer Truppe, auch als Typ. Mit Pascal Köpke sind wir uns klar. Und auch mit seinem Berater, mit seinem Vater. Und ich denke, der KSC ist auch ein Verein, mit dem man reden kann, wenn der Spieler will, wenn der Spieler sich hier wohlfühlt. Dann muss man faire Rahmenbedingungen aushandeln und da sind wir gerade dabei. Alte Tugenden sind zurückgekehrt ins Lößnitztal und mit ihnen der Erfolg. Sich selbst, der Stadt und der ganzen Region hat der FC Erzgebirge Aue mit dem überraschenden Aufstieg ein neuerliches Denkmal gesetzt. Ein Traum ist Wirklichkeit geworden, der Mythos zurückgekehrt. Bundesliga 2, Aue ist wieder mit dabei. Glück auf! Der Beitrag über den Aufstieg der Veilchen wurde Ihnen präsentiert vom Autohaus Erla und dem neuen Renault Talisman. Neuer Name, neues Glück. Von SZB Senatur, Ihrem Partner für gute Lage, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Und der Firma Abbruch und Erdbau Uwe Röckert aus Bad Schlema, den sympathischen Tiefbauern aus Sachsen.